Okay, da ist Dampf. Da kommen wir bestimmt wieder von nach oben. Geht nicht. Okay. Ein Djinn. Cool. Pustet jetzt irgendwer anders stärker? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Wie kommen wir zu dem Djinn? Isegrim. Echo. Asche. Wolke. Verteidigung. So, sehr schön. Die haben es hinter sich. Oh, verdammt! Einmal kurz nicht aufgepasst. Bevor wir jetzt Zyklern einsetzen, vielleicht kommen wir da wieder hoch. Schauen wir uns erstmal genau um. Angriff. Obwohl, warte mal, du kannst auch Echo machen. Vielleicht ist das ja das richtige Element. Hier wird es auf jeden Fall Feuer sein, ihr verteidigt. Ja, da ist es Feuer. Und wie ist es bei der bösen Scheißmaus? Ist auch Feuer. Überall Feuer. Da geht's hoch. Okay. Hatten wir die nicht eben? Angriff. Kanone. Angriff, Angriff. Um ins Gesicht geschossen. Eieiei. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht genau, was ich davon habe, wenn ich das Ding davor schiebe. Ach, dann wird wahrscheinlich der Links verstärkt. Und dann wird der Djinn runtergepustet. Genau. Haha, wir haben dich runtergefurzt. So, hinterher. Nein! Okay, dann setzen wir jetzt auf jeden Fall den Zyklon ein. Gegner! Irrsinnsblüte! Das ist ja Wahnsinn. Okay, Echo. Asche. Wolke. Guss. Nee, Frische. Die hält vielleicht ein bisschen länger durch. Deswegen lohnt es sich dann, die Verteidigung hier zu senken. Boom. Ja, sehr schön. Mit dem richtigen Element besiegt. Cool. Und wir finden ein Glücksmedaillon. Cool, cool. Das geben wir an Kotzma. So, mal schauen. Wir müssen im Prinzip ein vorher runter. Oder so. Mann. Isegrim, lass mich doch mal. Verteidigung. Kanone, ich habe mich nicht um die Dings gekümmert. Blitzschein, das sieht so cool aus. Jetzt kümmern wir uns um die Djinns. Zack und zack. Ups. Cool, war... Verdammt. War nicht richtig. Das heißt, hier ist richtig. Mann! Echt jetzt? Okay, Echo? Nee, du greifst eigentlich normal an, komm.
Asche. Und Wolke und Guss. Bumm. Dann seid ihr alle versorgt. Was? Der ist nicht kaputt? Ich habe jetzt echt gedacht, die Waffe heult auf und macht den kaputt. Und macht Frittenfett aus ihm oder so. Nachtstern. Wirkt nicht, okay. Du hast eine zweite Chance, Felix. Enttäusch uns nicht. Na, sieh doch. So. Heute gibt's Scheibenpilze. Falscher Knopf? Falscher Knopf, okay. Ja, aller guten Dinge sind drei. Bumm. Juhu, wir haben es endlich geschafft, okay. Weiß nicht. Wir speichern auf jeden Fall, falls er flieht. Und ich glaube, dann knüppeln wir mit Jinns auf den Jinn rum. Oh, er ist angepisst. Ist halt so. Venus-Jinn erscheint. Mal schauen. Verlangsamt, erhöht Verteidigung, Angriff. Der wird dadurch vielleicht gelähmt, der schläft dadurch vielleicht ein und Verteidigung senken. Mutter Erde. Das war gar nicht mal so wenig. Mal schauen, Stahl. Er ist aber auch nicht irgendwie paralysiert oder sowas. Das ist gemein. Das da und Guss. Oh, er flüchtet. Genau deswegen haben wir gespeichert. Okay, er ist kaputt. Zum Glück konnte er nicht flüchten. Der Venus-Djinn blühte. Okay, ups, falscher Knopf. Blüte. Erfrischt Freunde und spendet KP. Alle? Das klingt nach Gruppenheilung, das ist cool. Verlangsamt Gegner, komm, das brauchen wir erstmal nicht. Dann machen wir so und so und ups. Oh, Alter, Knopfchaos hier, zack. Boom, boom. Mal gucken, Schnelligkeit auf 114 runter, Alter, das ist wenig. Aber hier, Blitz, Blitzgewitter, blauer Blitz. Blauer Blitz klingt natürlich interessant. Sehen wir vielleicht irgendwann nochmal. Mal schauen. Oh, ist wahrscheinlich nicht gut, wenn wir jetzt hier runtergehen, aber. Legen wir den Zyklon auf L. Flüstersamen. Nichts. Nichts. Böse Beißmaus und Todesschatten. Okay. Testen wir direkt mal Blüte. Asche. Und ihr beiden macht einfach mal nichts. Dann schauen wir mal, was Blüte so macht. Tatsächlich Gruppenheilung. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Cool. Freue ich mich drüber. Ist zwar jetzt nicht so hoch wie Wunschquelle oder Quelle. Oder wie Wunsch. Kam nicht drauf. Aber immerhin. Verteidigung. Kanone. Odem. Born. Und dann sind wieder alle voll. Die vorhandene PP sieht auch schon wieder gut aus. Wir brauchen unbedingt einen Jupiter-Djinn. Das geht so ja echt mal überhaupt nicht. Ach so, von da kommen wir. Okay, ich weiß. Haben wir alles erkundet? Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Gab es hier nur den Djinn? Und rüber. Ja, wir haben es geschafft. Okay. Hier waren wir noch nicht unten.
Hier geht's noch weiter runter. Ein Höhlentroll. Der ist auch neu. Echo. Asche. Ich glaube, das reicht. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Wenn nicht, ist er ja vielleicht gelähmt. Das reicht, sehr schön. Gibt eins auf die Nuss. Oh, sehr schön. Hier liegt etwas vergraben, aber mit bloßen Händen kann ich es nicht ausgraben. Dann machen wir Spaten. Du Spaten. Blub. Ein Tränenstein. Sehr schön. Dann könnten wir sogar zwei Heilringe machen und dann könnten wir Cosma und Jenna versorgen, damit sie dann mit ihren Ringen regelmäßig heilen können. Oder wir könnten natürlich auch eine Waffe draus machen für den... Wer ist das? P. Okay. Nein. Eigentlich könntest du angreifen. Dann kannst du Asche aus dem Vieh machen. Du wirkst ihm an. Und falls das noch nicht reichen sollte, gießt du ihm noch einen ein. Oder er schläfert uns einfach ein. Okay. Funktioniert nicht, zum Glück. Ist kaputt. Sehr schön. Kaputt. Gibt schon wieder eins auf die Nuss. Asche, Wolke. Inzwischen schon wieder 11 Nüsse hier. 6, 7. Eingenommen, wir machen das so, dass wir die Ringe machen, dann könnten wir eigentlich auch die ganzen Nüsse verticken. 11, 6, 7. 1, 2. 1, 2. Ups. Ja, machen wir so. 9, 10, 5. Keine. Eigentlich können wir doch jetzt auch Rückzug einsetzen. Jetzt bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir hier in dieser Höhle alles haben. Gut, dann machen wir jetzt nochmal Wachstum. Und dann checken wir hier einen ab. So, wie ist das? Okay, Cosma hat viel PP und nicht allzu viel verloren. Das passt schon. Kann sie ruhig hier ein bisschen Rumwirbel winden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über diesen Venus-Gin, den wir doch bekommen haben. Sümpfe von Popo. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Wasser. Wasser! Links geht's hoch. Können wir verschieben? Nee. Sind wir zu weit für weg? Okay. Da geht's dann auf kürzestem Wege am Ende wahrscheinlich wieder zurück. Isegrim. Angriff. Asche. Verteidigung. Verteidigung. Okay, Asche hat ihn jetzt gewonnen. Wieso war Jenna auf einmal schneller als wir? Durch den Gin-Tausch vielleicht? 119, 120. Tatsächlich, durch den Gin-Tausch. Wie ist es damit? Schnelligkeit ebenfalls runter, okay. Das heißt... Blüte macht uns langsam. Wie ist das, wenn wir das machen? Hat sie immer noch 120 Schnelligkeit? Das ist doch blöd. Ja, damit, aber ich nutze Spike eigentlich ganz gerne. Wie ist das, wenn wir sparen tauschen mit Lehm? Hä? So meine ich. Mal gucken, 105. 85, ja gut, 105 ist da schon ein anderer Schnack. Wir können ja mal schauen, ob das reicht, dass Jenna dann immer noch schneller ist als die Gegner. Schneller! Ja, wir haben es geschafft. Okay.
Ist das denn? Müssen wir da graben oder? Nö. Wir können da rüber hüpfen. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Alles klar. Regenschauer. Ist eine Kuhle, die wir mit Wasser füllen können und dann einfrieren. Hat einen Moment gedauert. Gib's zu. Aber nicht zu lange. Okay, wir sind drüben. Da geht's runter und woanders geht's auch nicht weiter. Da unten sehen wir auf jeden Fall schon wieder, wir brauchen einen Seiltänzer. Oh. Ein Trödelnholl, ein Höhlentroll erscheint. Echo. Aje Beja. Okay, schneller als der Troll ist sie noch, aber das hat jetzt nicht so viel zu sagen. Wir sind auch gestiegen. Wir sind jetzt auch schon Level 23. Das heißt, bald haben wir tatsächlich schon das Level erreicht, was unsere anderen Charaktere haben. Okay, wir können jetzt runter und runter. Wir gehen erstmal hier runter. Feuer. Wir können den nicht berühren. Können wir den verschieben? Nein. Können wir den abkühlen? Können wir. Okay, jetzt ist es eine Eissäule. Können wir den jetzt verschieben? Ja. Ah, okay. Ich habe gedacht, das wäre ein Loch, wo man irgendwas runterschieben muss. Ich habe nicht gesehen, dass es auf Boden ist. Alles klar. Nein, nicht die Feen, die Dingsen uns, die und so. Echo. Asche. Wolke. Guss. Ja, genau, Schlaf und so. Das ist, oh nee, nicht Cosma. Schlaf ist Ibär. Wirklich. Schlaf ist Ibär. So eine Kackefee. Der Windhieb ist mir lieber als Schlaf. Auch wenn das allen Schaden macht, aber trotzdem. Schon wieder eine Nuss. Das da? Ach, das ist ein Wasser-Gin. Ich dachte gerade, das wäre ein Jupiter-Gin. Hab mich gefragt, wo wir den vierten Jupiter-Gin her haben. Da geht's weiter. Ich wollte mich erstmal noch weiter umschauen. Danke. Können wir den nicht verschieben? Nö. Wieso denn nicht? Lass uns den noch verschieben. Angriff, Spike. Moment, warte mal. Eigentlich können wir auch Blüte machen. Wir stehen ja in der Blüte unseres Lebens. Da können wir auch mal Blüte machen. Und ein Wölkchen essen. Ham, ham. Oh, er schläft. Alle voll, sehr schön. Und der hat's auch hinter sich. Blüte, Asche, Wolke. Ja, okay, wir müssen scheinbar runter.